Herzlich willkommen bei McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine Leckerei vom Drehspieß, vom Grill. Und zwar werden wir uns schöne Schweinshaxen machen. Schweinshaxen vom Drehspieß. Und das könnt ihr euch mal anhören. Also das macht auf jeden Fall Laune. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wie wir diesen Haxen machen, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage anständig herumgebracht und wir widmen uns heute schon gleich mal wieder dem nächsten Rezept. Ich habe wieder Bock gehabt auf eine Sache vom Spieß. Deswegen habe ich mir heute mal so schöne klassische bayerische Schweinshaxerle ausgesucht. Also Schweinehaxen in einer schönen Schwarzbier bzw. in, ja, trotz Karamals ist zwar kein richtiges Bier, aber lasse ich als Schwarzbiersoße zählen. Vielleicht nochmal kurz der Werbeaufruf wegen meinem Pullovern. Habe ich ja in einem der vorigen Videos schon mal angekündigt. Da gab es auch ein Gewinnspiel dazu. Falls ihr Interesse an so einem Pullover hier habt, die McAllister Weihnachtspullover Edition, dann könnt ihr da gerne mal unten in der Infobox schauen. Da findet ihr ein Dokument. Da findet ihr alle Informationen, wo ihr braucht, was ihr zu tun habt, wenn ihr so einen Pullover erwerben wollt. Die ganze Aktion läuft noch bis 9.1. glaube ich ist es, wenn dann die große Sammelbestellung abgeschlossen ist. Ab da werden die Pullover dann bestellt. So viel einfach mal dazu, wenn ihr Interesse habt. Ja, und dann hätte ich gesagt, starten wir jetzt schon gleich mit den Vorbereitungsarbeiten bzw. was wir alles brauchen für unsere Schweinehaxen. Ja, und das schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal an. Das Ganze ist halt relativ überschaubar. Wir haben hier zwei Schweinehaxen. Die bekommt ihr eigentlich bei jedem Metzger, sollte kein Problem sein. Dann haben wir hier heute ein Karamalz, beziehungsweise ihr könnt das Schwarzbier nehmen, das macht ihr wie ihr wollt, Hauptsache ein bisschen einen süßen Anteil. Hier habe ich ein Schweinebratengewürz, das ist jetzt die finale Version von Lucoma, von meinem neuen Schweinebratengewürz, möchte ich heute gleich mal austesten, wird in den nächsten Wochen am Markt erscheinen, meine neuen 5 Gewürze. Und hier hinten hat sich noch ein bisschen Wurzelgemüse versteckt mit Karotten, Sellerie, Lauch und ich habe noch ein bisschen zusätzlich einen Knoblauch mit rein. Zusätzlich zu den Zutaten haben wir hier heute einen Drehspieß. Das ist optional, wenn ihr keinen Drehspieß habt. Das funktioniert auch ohne Drehspieß. Ich habe hier noch ein Thermometer, den Mieter Plus. Kann ich euch unten mal in der Infobox verlinken. Richtig schönes WLAN-Thermometer. Und eine Schwedenschale, eine Konzisschale. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Und ja, dann starten wir hier mal durch. Vorbereitungsschritt Nummer 1 ist, dass wir uns unsere Haxen ein bisschen einschneiden müssen. Da könnt ihr jetzt ein Rautenmuster oder was euch immer beliebt reinschneiden, einfach, dass hier die Schwarte ein bisschen dann gleichmäßiger aufgehen kann. Und da werden wir hier einfach mal ein bisschen hantieren. Die Schwarte ist dann weitestgehend eingeschnitten und wir werden das Ganze jetzt einwürzen. Hier bei meinem Gewürz, das besteht aus Majoran, aus Kümmel, aus Salz, aus Paprika und ja, noch ein paar anderen Gewürzen, aber Majoran, Paprika und Kümmel, das sind so die Hauptbestandteile, die wir hier heute brauchen. Natürlich auch Salz. Das könnt ihr separat mit dazu mischen oder wie auch immer. Das Ganze arbeiten wir jetzt hier einfach ein bisschen so in die Schwarte, in den Ritzen ein bisschen ein. Wenn was daneben fällt, das ist nicht weiter schlimm, denn das wird dann auch gleich unser Soßenansatz. Und das ist eher ein Feature als was Schlechtes. Mit dem Einwürzen soll es dann hier auch schon gewesen sein. Dann werden wir uns gleich um das Aufspießen kümmern. Also wir müssen schauen, dass wir hier am Knochen hier hinten, am Fußknochen vorbeikommen. Dazu gehen wir halt einfach mal hier quer durch unser Haxerl durch. Wir schieben das bis hinten, dass wir so ziemlich in der Mitte sind. Und dann werden wir hier schon gleich die erste Kralle ein wenig fixieren. Und so machen wir das dann auch mit dem zweiten Haxen. Und auch von dieser Seite werden wir uns dann die Krallen hier festmachen. Und dann ist es hier weitestgehend mal fertig. Den Spieß nehmen wir uns jetzt hier kurz aus der Konzis raus, denn die brauchen wir jetzt. Den lassen wir hier dabei liegen, den Spieß. Und wir sehen uns dann drüben am Gasgrill. Hier sind wir am Gasgrill vom Barbecue Toro. Der Drehspießmotor ist hier alles weitestgehend soweit vorbereitet. Aber wir müssen jetzt unser Röstgemüse erst noch ein bisschen anrösten, dass wir da eine schöne Soße zusammenbringen. Deswegen jetzt hier einfach mal die mittleren Brenner angeschnalzt. Wir lassen die Konzis ein bisschen aufheizen und dann starten wir mit dem Braten. Genau, und dann Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Da geben wir jetzt ein bisschen Öl rein und lassen das Öl hier mit heiß werden.
Und dann geben wir unser grob geschnittenes Wurzelgemüse mit dazu. Das muss nicht großartig geschält oder irgendwas sein. Einfach hier mit dazu kippen. Und wir geben dem Ganzen hier Zeit, dass es einfach mal schön anbraten kann. Da könnt ihr auch gerne vorübergehend den Deckel zumachen. Schaut aber auf, dass euch das Ganze hier drin nicht das Brennen anfängt. Jetzt noch eine Zutat, die ich euch in die Zutaten unterschlagen habe. Wir brauchen ein bisschen Tomatenmark. Das werden wir jetzt hier auch mit dazu geben. Da langen 2 Teelöffel für die Menge, die wir hier haben. Und auch das Tomatenmark werden wir jetzt hier ein bisschen mit anrösten. Öl ist hier noch genug mit drinnen. Dann haben wir jetzt hier schon so einen leichten Ansatz von unserem Tomatenmark. Und das ist für uns völlig ausreichend. Dann werden wir uns jetzt unser Malzbier schnappen. Und wir werden das Ganze hier einmal ablöschen. Dann habe ich euch ja gesagt, das, was wir unten in der Konzischale drin hatten, an Gewürz, was überblieben ist, das geben wir jetzt auch wieder mit dazu. Das gibt dann schon mal noch ein bisschen Geschmack an unsere Soße ab. Also Kernzutaten sind hier Majoran, Paprika und ein bisschen gemahlener Kümmel. Das ist das Wichtigste, was wir hier brauchen. Und dann ist unser Soßenansatz hier soweit fertig. Wir nehmen jetzt unten die Temperatur weg. Und dann könnt ihr sehen, dass der Backburner mittlerweile gestartet ist. Jetzt nehmen wir uns unseren Spieß und wir setzen den hier einfach ein. Wir schalten den Motor an und so passt es. Wichtig ist, dass ihr der Spieß jetzt hier weg von der Flamme dreht, also quasi in diese Richtung, wie es euch zeigt. Denn hinten die Backburner-Flamme sorgt dafür, dass das Fett hier aus unserer Haxe austritt. Und das Ganze wird dann einfach einmal komplett mit rum transportiert. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn ihr das andersherum macht, denn da tritt das Fett aus und alles tropft sofort in die Schale runter. Würde prinzipiell genauso funktionieren, aber so haben wir auf jeden Fall den besseren Effekt, wie wir es jetzt machen. Und recht viel mehr ist jetzt hier für uns auch nicht zu tun. Das heißt dann für uns, wir schließen den Deckel und dann werden wir darauf achten, dass wir da im Kern eine Temperatur von gut 80 Grad zusammenbekommen. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, euer Thermometer die ganze Zeit reinstecken. Muss aber nicht sein. Das ist auch ein bisschen so, dass man auf, mit die Augen das Ganze ein bisschen beobachtet. Ich sage mal, roundabout bei der Temperatur, was wir hier im Grill haben, sollte man da auf gut 2 Stunden fertig sein. Ist jetzt mal so grob geschätzt. Ich habe vorhin gesagt, wenn ihr keinen Drehspieß habt, funktioniert das Ganze auch. Oder wenn ihr keinen Backburner habt, funktioniert das Ganze auch so, indem ihr einfach eine indirekte Hitze mit den 2 äußeren Brennern schafft. Solltet ihr keinen Backburner haben. Das Ganze geht auch, wenn ihr euch jetzt auf die Konzischale euer Rost draufsetzt und die Haxen einfach oben drauf legen wird. Schön ist natürlich immer mit dem Drehspieß. Das hat halt einfach so ein bisschen geileres Feeling, sage ich einfach mal. Aber es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ja, und dann wie gesagt, Kerntemperatur sollte ungefähr so 80 Grad betragen und wir schauen später einfach mal rein und wenn es dann soweit ist, schalten wir auch wieder mit dazu. Das war's für jetzt. Bis nachher. Und da sind wir wieder. Mittlerweile sind gut 2 Stunden vergangen und ich hoffe man kann sehen, jetzt mittlerweile auch den Meter hier eingesteckt. Und hier kann man es erkennen, im Kern haben wir jetzt gute 80 Grad. Aber was mir auffällt ist, hier die Kruste, die ist noch nicht so super. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir unten eine Flüssigkeit haben, das Ganze immer dampft. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo wir uns dann unsere Konzischale unten erstmal rausnehmen werden. Denn die Soße müssen wir jetzt erst einmal passieren. Und wir schauen jetzt, dass wir einfach hier nur ein bisschen Bums in den Grill mit reinbekommen. Das heißt, die äußeren Brenner machen wir an. Plus unsere Roti und dann sollte da unsere Haut, unsere Kruste da auch noch ein bisschen aufploppen. So ist zumindest mein Plan. Und ja, das werden wir jetzt mal machen und wir sehen uns drüben am Tisch wieder mit der Konzischale. Und hier habe ich mir jetzt einen Topf hergerichtet und ein Sieb. Und das ist jetzt alles relativ einfach. Also unsere Soße werden wir jetzt einfach hier durch das Sieb in den Topf passieren. Da könnt ihr das ganze Gemüse an sich mit reintun oder auch nicht. Und dann wird das hier alles einfach ein bisschen zermatscht und hier alles durchgesiebt. Und am Ende bleibt uns schönes, geiles Süßchen über. Und so schaut unser Süßchen jetzt aus. Was ihr damit jetzt macht, das ist eigentlich völlig euch überlassen. Ihr könnt die andicken, ihr könnt die strecken, ihr könnt die noch nachwürzen, ihr könnt da dazugeben, was ihr wollt. Also wie ihr es braucht, wie ihr es am liebsten habt. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal geschmacklich antestet. Hervorragend, also besser gehen Soßen eigentlich nicht, richtig selbst gemacht. Und einfach eine schöne dunkle Soße.
Wie gesagt, bei mir wird jetzt nur ein bisschen was von Majoran und Kümmel mit ranwandern. Ich brauche ein bisschen mehr Soße, denn ich bin Soßenfan. Dann wird das Ganze angedickt und dann ist die Soße für mich fertig. Dann warten wir jetzt drüben eigentlich nur noch auf unsere Haxerler. Den gebe ich jetzt einfach mal nochmal so pauschal. Naja, 10 Minuten, Viertelstunde, dass wir da hoffentlich eine schöne Plop-Kruste ein bisschen ranbekommen. Zumindest, dass er ein bisschen knusprig wird. Und dann sehen wir uns dann wieder. So Freunde, jetzt sind 10 Minuten vergangen und mittlerweile hört man hier drin auch schöne Popgeräusche. Also wir machen jetzt hier drin mal auf. Oh, und das sieht jetzt schon hervorragend aus. Also, naja, seht ihr das hier so vereinzelt? Da kommen die Popper vor der Kruste. Ich gebe dem Ganzen jetzt nur dezent 5 Minuten unter Beobachtung, bevor wir das Ganze hier wieder abfackeln, wie meine Ente damals. Und dann sehen wir uns drüben am Tisch wieder und wir werden unsere Haxerler probieren. Und dann ist es vollbracht. Unser Spießchen ist herunter und wir werden jetzt hier die Klammern lösen. Und da werden wir uns jetzt mal ein Haxerl hier runterholen. Das andere lasse ich noch. Naja, komm, holen wir beide runter. Wow, seht ihr, wie das dampft? Und dann kommt jetzt wieder die ultimative Messerprobe. Also hier könnt ihr es ja sehen. Da ist ein schönes Krustel. Hier so auch, aber da ist es schon fast ein bisschen zu schwarz worden. Und der Rest ist auch relativ überschaubar. Hier unten am Fleisch, da kann nichts krachen. Ja, und dann hätte ich gesagt, oh, ich schneide mir hier gleich mal das Stückchen hier raus hier, wo wir schöne Kruste mit dran haben. Oh, Freunde, geil. Und dann werden wir das probieren. Ich sag guten Appetit. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Mahlzeit. Freunde, das ist Geschmacksexplosion Deluxe. Also, da kracht es und scheppert es im Mund. Mega, lasst es mir kurz runter essen. Also einfach nur geil, Freunde. So ein Haxerl immer wieder, einfach Geschmacksexplosion Deluxe. Mega knusprig ist Fleisch, mega saftig und mit unserer Soße, die wir uns da dazu gemacht haben, wird das Ganze jetzt ein absoluter Gaumenschmaus werden. Dazu wird es ein bisschen Knödel geben, ein bisschen Sauerkraut. Vielleicht zeige ich euch da nur den angerichteten Teller. Oh, ich habe jetzt so Bock, das Zeug zu essen, das kann ich euch nicht sagen. Ihr habt gesehen, so Spießgerichte sind einfach immer wieder schön, egal was man macht und das Ergebnis, was man da rausbringt. Grandios, wenn man nicht gerade eine Ente zubereitet, meine verkokelte Ente, ihr kennt es. Könnt ihr euch jetzt gerne im Anschluss hier mal angucken, werde ich euch verlinken. Ne, bin ich mega, mega happy. Ansonsten ist hier bei unserem Haxerl halt nichts mehr zu sagen. Ich habe euch ja gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, wie ihr es zubereiten könnt. Und ja, dann bin ich raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn es so war, gebt einen Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, könnt ihr das hier oben dann auch gerne jederzeit nachholen. Ne, hier drüben, hier. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ich kann bloß noch an Essen denken. Ich bin raus. Sagt die obligatorischen Worte. Danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.